Du musst beim Koran lesen nicht verspannt sein. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du auch Fehler machst. Kein Problem. Der Prophet sallam sagte, Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'al-Safarat al-Kiram al-Barara. Das wird derjenige, der den Koran gut liest, dann ist er mit den Engeln. Und derjenige, der den Koran liest, und der Koran ist für ihn schwer, der bekommt zweimal Lohn. Zwei Belohnungen. Die Gelehrten sagen, einmal, weil er liest und einmal, weil das schwer für ihn ist. Der bemüht sich, damit er lernt. Und keiner, barakallahu fikum, ist gekommen so, dass man sehr gut Koran liest, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sondern die Sache ist so, du versuchst zu lesen, du versuchst zu lernen und mit Wiederholung wird alles klappen. Aber du brauchst jemanden, der dir sozusagen hilft. Allein schaffst du nicht. Es kann sein, dass irgendeine Person pro 10.000 oder 100.000 Leute schafft, aber normalerweise Koran ist eine Ibadah, das Lesen des Korans ist eine Ibadah, die man immer sozusagen kontrolliert braucht von anderen Leuten, damit man weiß. Weil wenn du allein liest, dann denkst du, dass du richtig liest, aber du weißt nicht, dass du Fehler machst. Und manche Buchstaben sind schwer für die Leute. Sind schwer. Zum Beispiel dieses Wort Barakallahu fikum Anulzimukumuha, diese zum Beispiel. Wenn du das liest, dann ist das sehr schwer. Das ist sehr schwer. Es gibt manche Wörter, die sehr schwer sind. Surbakar ist ein Wort, das ist auch sehr schwer. بمزح زحيه من العذاب أن يعمر. طيب diese بمزح زحيه. Wenn du das am Anfang nicht kennst, dann mach das buchstabenmäßig. بمزح زحيه بمزح زحيه بمزح زحيه und ein bisschen schneller. Bis du das passt. Aber wichtig ist, dass du die Buchstaben richtig liest und richtig aussprichst. Das ist der Fehler von den meisten Brüdern und Schwestern. Die lernen nicht die richtige Art, wie man die Buchstaben ausspricht, und die lernen auch nicht die Eigenschaften der Buchstaben. Die können das nicht differenzieren voneinander. Deshalb schade, dass die meisten, aber um ehrlich zu sein, ja? Wirklich, um ehrlich zu sein, Koran ist die Basis unserer Religion. Das ist das Buch Allahs, das Wort Allahs. Und mit jedem Buchstabe bekommst du 10 Hasana. Und ein Muslim sollte das Buch Allahs lernen. Ein Muslim sollte sich sozusagen mit diesem Buch auseinandersetzen. Da sollte mindestens wissen, wie man das liest, was man, und besser ist, wenn man das versteht, und besser ist, wenn man das verinnerlicht, und besser ist, wenn man praktiziert, und besser ist, wenn man mit dem Koran sozusagen lebt, und dass man wie ein Koran auf dieser Erde ist. Das ist die Sache. Aber leider, man merkt, dass die meisten sich, sage ich jetzt, für das Lesen und für das Verstehen des Koran nicht interessieren. Die interessieren sich für andere Themen. Und das ist auch unter den Brüdern und Schwestern, die den Islam sozusagen richtig lernen wollen. Und das ist wirklich ein großer Fehler. Weil man später das bereuen wird, weil die Defizite so groß sind, wenn man Koran nicht richtig liest, nicht richtig versteht und nicht richtig praktizieren kann, das ist sehr schwer dann. Und wenn du jetzt falsch lernst, dann ist es sehr schwer, später diese Fehler, die du gelernt hast, zu korrigieren. Und glaub mir, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran erleichtert. Er hat uns das erleichtert. Also wenn wir das lesen, wenn wir das verstehen wollen, dann ist das leicht, aber wir müssen nur versuchen. Aber ich merke selber, schon mal bei Unterrichten, ich merke, dass die meisten, die Brüder und Schwestern, die sind am wenigsten im Koranunterricht. Am wenigsten im Koranunterricht.
Und die sind am meisten, wenn es um Diskussionen geht, dass eine Person gegen den anderen hetzt oder Debatte, wer besiegt den anderen. Das ist das Gleiche, als ob zwei Leute in einen Ring steigen und die boxen gegeneinander und eine Gruppe sagt, ja, ja, für den Roten und die anderen für den Gelben. La hawla wa la quwwata illa billah. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala so fahren. Ja, Akhwa, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Macht euch Sorgen um Koran und das ist eine Empfehlung an meine Brüder und an meine Schwestern. Lebt den Koran, versteht den Koran, bringt den Koran eure Kinder, damit sie verstehen, was ihre Religion ist. Es ist nicht genug, dass man gut liest oder schön liest. Das ist gut, dass man schön liest und dass man gut liest. Aber besser ist, wenn man liest und wenn man praktiziert und am besten ist, wenn man mit dem Koran lebt. Aber dass wir Muslime sehen, die können nicht den Koran lesen, sie verstehen nicht den Koran und sie können nicht unterscheiden zwischen Hadith, zwischen einer Aussage des Propheten und dem Koran. Das ist Katastrophe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Aber jeder seins und jeder muss für sich selber entscheiden. Aber eine Umma ohne Koran, eine Umma, die das Buch Gottes nicht versteht, was wird sie verstehen? Ola hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim.